Vielleicht ist das auch der Punkt, wo wir zum nächsten Thema überleiten können. Und zwar hat der Olli sich damit beschäftigt, woher der Islam eigentlich kommt. Was ist da tradiert, was davon geschichtlich beweisbar ist und was nicht. Und der große Themenkomplex so ein bisschen. Ich habe mir jetzt für heute zwei Facetten des Islams angeguckt. Die ist eine unglaublich große, haben wir ja schon gesagt, eine reiche Geschichte. Aber ich dachte, gucke ich einfach mal und habe mir insbesondere die Frühzeit des Islams angeguckt. Was ist da fassbar? Geschichtlich fassbar und was ist Heilsgeschichte? Also man könnte auch vorsichtig sagen, mythisch. Und Märchen, ja. Und die tradierte Erzählung dieser islamischen Expansion aus dem 7. Jahrhundert ist akzeptiert von offizieller muslimischer Seite, wenn man das so sagen möchte. Und ich habe den Eindruck auch, erstaunlicherweise auch von vielen westlichen Historikern. Und die sehen eine Art goldenes Zeitalter des Islams und das gab es zur Lebenszeit des Propheten. Der Prophet ist also 570 ungefähr geboren und 632 dann gestorben. Und die unmittelbaren Nachfolger gehören auch noch dazu. Das sind die Umayyaden-Kalifen, die in Damaskus geherrscht haben bis ungefähr 750 unserer Zeitrechnung. Und das ist dieses goldene Zeitalter ist auch das, worauf sich die Salafistenbewegung bezieht, wenn ich das richtig verstanden habe. Die möchten also die äußeren Umstände dieses goldenen Zeitalters wiederherstellen und sagen, dass diese islamische Expansion, diese Eroberungszüge unter der grünen Flagge des Propheten die Überlegenheit des Islams als Weltanschauung beweisen. Höre ich da eine Frage? Ja, du hast jetzt gesagt, wann er geboren und wann er ungefähr gestorben ist. Ist das schon ein historisches Fakt oder ist das schon Teil der Frage, ob das historisch ist? Das ist Teil der tradierten Erzählung. Okay. Mhm. Das wird so erzählt. Und von vielen Leuten wird das so akzeptiert. Und gibt es historische Beweise, die wissenschaftlich standhalten, dass es den Menschen wirklich gab? Das ist eine sehr gute Frage. Und das ist auch eine sehr schwierige Frage. Das zentrale Ereignis oder quasi als Gründungsmoment des Islam wird angesehen, der Auszug Mohammeds von Mekka nach Medina im Jahr 622. Das ist der Beginn der arabischen Zeitrechnung, da beginnt also das Jahr 1. Und nach diesem Gründungsereignis, erobert das islamische Heer des Propheten und nachher unter den Kalifen binnen 15 Jahren, zuerst die komplette arabische Wüste, inklusive auch Mekka, wo sie recht unzeremoniell rausgeworfen worden sind, wenn man zwischen den Zeilen liest. Dann Palästina, Syrien, Ägypten, Irak, Nordafrika und Persien. Später dann den Kaukasus, Spanien, Teile Frankreichs, Russlands, Indiens und Chinas. Und da gibt es tradierte Berichte von den Schlachten und die sprechen, da habe ich mir ein paar Sachen rausgesucht, wird zum Beispiel gesprochen von 32.000 arabischen Stammeskriegern unter dem General Khalid al-Walid, dem größten Krieger aller Zeiten, die also diese 32.000 Leute haben, 90.000 Byzantiner besiegt. Und da gibt es die Geschichte, dass der General also in einen heimtückischen Hinterhalt gerät und dann spricht die Geschichte von einem wahrlich unfairen Kampf. Nur 10 Römer gegen den größten Schwertkämpfer aller Zeiten, der dann natürlich auch gewinnt. Dann gibt es weitere Sachen. 100 Perser werden besiegt mit Kriegselefanten gegen 30.000 Muslime, 200.000 Römer gegen 25.000 Muslime. Auch hier gewinnen die Muslime, weil ein wundersamer Südwind den Byzantinern ins Gesicht weht. 150.000 Perser werden besiegt von 10.000 Muslimen. Wir haben hier allerdings nichts Genaues zur Windrichtung, was ich sagen kann. Also es ist immer so, dass sie in der Minderheit sind, aber gewinnen. Und ja, nach dem Ende dieser islamischen Expansion war also die Südhälfte der damals bekannten Welt erobert. Und laut Tradition war der Kaiser von Byzanz dem muslimischen Kalifen tributpflichtig. Das alles wurde aufgeschrieben, 200 bis 300 Jahre nach dem eigentlichen Stattfinden von 3 Herrschaften hauptsächlich. Da ist der Herr Al-Tabari, der ist gestorben 922. Jemand, der eine Hadith-Sammlung zusammengestellt hat. Also die Aussprüche, Hadithen sind ja die Aussprüche des Kalifen. Quatsch, Hadithen sind ja die Aussprüche des Propheten von Herrn Bukhari. Und dann gibt es Ibn Sa'd, der 800
45 gestorben ist. Und der hat da, ich glaube, auch das Leben des Propheten und seiner Nachfolger aufgeschrieben. Und das ist alles, das ist die Überlieferung, das ist auch alles schön und gut soweit. Aber wenn man mal hinguckt, die Gründung des Islams und diese Expansion, war, das fand ja nicht im luftleeren Raum statt. Sondern Syrien, Palästina, Arabien, diese Hauptschauplätze damals sind ja Grenzprovinzen gewesen, Anfang des 7. Jahrhunderts, zwischen zwei Großmächten. Da gab es Ostrom, der Hauptstadt in Konstantinopel, und es gab Persien. Und es gab ständige Scharmützel und Stellvertreterkriege. Und das Oströmische Reich und seine Provinzen waren zu der Zeitpunkt schon seit 200 Jahren christlich. Das Christentum war Staatsreligion. Was ich finde, aber wichtig ist, ist, dass das frühe Christentum, da waren die Lehren, die waren deutlich verschiedener oder unterschiedlicher, als das heute ist. Die Leute, die sich Christen nannten, haben daran geglaubt, dass es einen Gott gibt. Christen haben daran geglaubt, dass es zwei Götter gibt, drei Götter, 12 oder auch 360 verschiedene Götter. Und hatten auch komplett unterschiedliche Bilder von der Rolle von Jesus. Die einen haben gesagt, das ist ein Mensch, die anderen haben gesagt, das ist ein Gott, der also nur zum Schein quasi mit einem ätherischen Leib auf die Erde gekommen sind. Dann hat der Kaiser irgendwann mit der Faust auf den Tisch geschlagen, die Kompromissformel gefunden. Ja, der ist beides. Das kann man also alles in diesen, wie sagt man, Minutes, in den Mitschriften dieser Konferenzen nachlesen, wie das entstanden ist. Das ist ganz interessant. Man war sich nicht sicher, ob das jetzt ein überirdischer Retter war, der Jesus, oder irgendein irdischer Lehrer, der durch die Gegend gezogen ist und den Leuten Weisheiten verkauft hat. Man wusste nicht, ob der Jesus historisch unterwegs war, ob der im ersten Jahrhundert unterwegs war, ob der ganz zu anderen Zeiten unterwegs war oder ob der vielleicht so ein zeitloser Mythos ist. Also hat man es einfach festgelegt. Wie zum Beispiel die römischen Götter, die ja auch irgendwie in der Ferne leben und es gibt Geschichten, aber niemand hat die jemals gesehen. Dann hat man sie also getroffen und das sozusagen festgelegt. Man hat das aus politischen Gründen festgelegt. Und dazu gibt es ein ganz gutes Buch von, wen das interessiert, von Bart Ehrmann. Das heißt Lost Christianities, The Battles for Scripture and the Faith We Never Knew. Das ist, der Titel ist wie immer ein bisschen reißerisch, aber das ist ein ganz gutes Buch, das so darauf eingeht, was für krasse Unterschiede oder was für krass unterschiedliche Glaubenssysteme damals als christlich galten. Was wir da, die Unterschiede, die wir heute kennen, sind minimal im Vergleich. Das ist interessant, das wusste ich auch noch nicht. Und jetzt ist Folgendes passiert in diesem Kontext. Es gab das angebliche Gründungsjahr des Islams, 622, im Jahr 1 der Zeitrechnung der Kata Araba. Gab es also wirklich ein Schlüsselereignis von überregionaler Bedeutung da unten. Und zwar ist der oströmische Kaiser Heraklios mit einem riesigen Heer nach Osten aufgebrochen und hat zum ersten Mal seit Jahrhunderten die persische Armee so vernichtend geschlagen, dass die sich aus der Gegend zurückgezogen haben. Der ist auch persönlich dem Heer vorausmarschiert, was sehr, sehr selten war. Normalerweise saßen die auf ihrem Purpurthron in Konstantinopel und haben Akten gelesen. Und im Rahmen dieses Feldzugs hat er dann auch Palästina befreit, in Anführungsstrichen, also von der Herrschaft der Perser, Palästina, Syrien und Mesopotamien, und lässt dann aber die lokalen Fürsten und Herrscher, was sie da haben, im Amt. Nimmt nur den Überbau weg, den imperialen persischen Überbau. Das haben die Römer schon immer so gemacht. Aha. Mit ihren Föderati, auch im Westrom, mit den Nachbarstädten, dass sie die als Bundesgenossen angesehen haben. Und von diesen Zügen gibt es Berichte über arabische Hilfstruppen, die also in diesem Kampf der Christenheit gegen die persischen Feueranbeter aktiv waren. Die hatten ihre... Die persische Religion ist auch interessant, die antike persische Religion. Und infolge dieser Feldzüge ist das persische Reich in innere Grabenkämpfe versunken. Und Ostrom hatte jetzt den Rücken frei, hat jetzt seine Ostgrenze konsolidiert und sich dann den Gefahren im Westen zugewendet. Das ist ja die späte Zeit der, wie soll man sagen, der Völkerwanderung. Die Hauptvölkerwanderung war vorbei, aber es saßen plötzlich überall neue Stämme und man musste mal gucken. Und was sie gemacht haben, was die Römer gemacht haben, ist, die haben die nominelle Oberhoheit über verschiedene Provinzen aufgegeben, die sich vielleicht de facto gar nicht mehr durchsetzen konnten, aber die sie nominell noch hatten. Und zwar unter anderem über Syrien und Mesopotamien. Und die haben auch den arabischen Stämmen in der Wüste Autonomie
gegeben. Also waren im Gründungsjahr des Islam 622, im Jahr ihrer Zeitrechnung, eins ihrer Zeitrechnung, zum ersten Mal seit Jahrhunderten die Araber plötzlich frei. Und das ist meines Erachtens ein sehr plausibles historisches Gründungsereignis und der eigentliche Auslöser einer neuen Zeitrechnung und nicht jemand, der von einer Provinzstadt in die andere reitet. Weil das ein wirklich bedeutendes Ereignis ist, was aber erstaunlicherweise in der offiziellen Erzählung überhaupt keine Rolle spielt. Okay, und soweit vielleicht zum Gründungsdatum oder Gründungsmythos des Islams. Wir haben schon gesagt, das ist ja nicht im freien Raum. Also müsste es ja auch für diese Expansion, für die Religion selbst und für diese explosionsartige Expansion und die ständig siegreichen Truppen des Propheten, müsste es ja auch Zeugnisse geben. Außerhalb des Islams. Ja, würde ich auch sagen. Das sind ja schon auch große Erzählungen dann, also große Dinger. Und damals gab es natürlich, es waren gut organisierte Provinzen, gut organisierte Reiche. Es gab Chronisten in Klöstern, in den Kommandanturen und Provinzhauptstädten. Es gab in allerlei Korrespondenz in Konstantinopel. Es gab Historiker damals und Kriegsberichterstatter. Und was sagen die denn zu dieser neuen, machtvollen Religion, den ungeheuerlichen Schlachten unter dem Propheten, Wunder über Wunder? Ja, es ist dann auch recht nüchtern. Die Quellen sprechen also in dieser Zeit von Reibereien zwischen den beiden Großmächten und auch innerhalb des Römischen Reiches zwischen verschiedenen christlichen Strömungen. Da wird von Arabern gesprochen, da wird von Sarazenen gesprochen, da wird von arabischen Heretikern gesprochen. Und ein Heretiker ist ja nicht der Angehörige, also die Römer haben zum Beispiel von den Persern nicht als Heretiker gesprochen, weil die einer anderen Religion angehörten, sondern Heretiker ist ja ein Begriff, der innerhalb einer Religion auf Leute angewandt wird, die Irrlehren vertreten. Wenn der Papst oder irgendein Erzbischof also morgen wach wird und denkt, verdammt, es gibt vier Götter und nicht drei, es gibt eine Viereinigkeit und nagelt dann was an die Kirchentür, das ist jetzt ja gerade wieder aktuell, wäre der als Heretiker und würde wahrscheinlich deswegen exkommuniziert. Wäre aber durchaus noch Christ. Ah ja, verstehe. Das ist in diesem Fall wichtig, der Begriff Heretiker wird benutzt. Von Islam, von Muslimen oder von irgendeiner neuen Religion ist im 7. Jahrhundert nicht die Rede. Die gewaltigen Schlachten der Araber und die Eroberungszüge auch nicht. Also die angeblich auf wundersame Weise von arabischen Wüstenkriegern unter einer neuen revolutionären Religion eroberten Leute merken weder was von der Eroberung noch von der Religion selbst. Vom Islam hat damals niemand was gehört. Aus Sicht der Chronisten sind die Araber Christen und für einige Christen sind es christliche Heretiker, weil die was Falsches glauben innerhalb des Christentums. Man kann sagen, das passt nicht so recht zur Überlieferung. Und das Argument ist natürlich schon vielen Leuten aufgefallen. Und das Gegenargument, was ich gelesen habe, dass das erklären soll, ist ja, die neuen Herren waren vielleicht so aufgeklärt und tolerant und die alten Machtstrukturen waren so wackelig, dass niemand das Aufschreiben für nötig hielt. Also später ist das, es kann auch nicht jetzt sein, dass es irgendwie der falsche Zeitpunkt ist, sondern dass das vielleicht erst später passiert ist. Das würde man ja dann irgendwo lesen können. Also zum Beispiel 822. Historische Quellen haben wir schon gesagt, Chroniken und so weiter. Aber es gibt natürlich auch archäologische Funde. Das ist ja noch nicht so lange her und die Wüsten und so weiter waren Sachen ja schön auf. Und in der Tat gibt es auch Bilder. Nein, es gibt Münzen und nicht nur ein oder zwei, sondern ganz viele Münzen mit Bildern der Umayyaden-Kalifen der ersten islamischen Dynastie. Und da kann man mal googeln und da findet man ganz viele Bilder. Und diese Münzen sind voller christlicher Symbole. Da sitzt also der Kalif unterm Kreuz oder der Kalif hält eine christliche Reliquie in der Hand. Da habe ich was mit Johannes, diese merkwürdige Kopfreliquie von Johannes dem Täufer gesehen. Da gibt es aus dem 7. Jahrhundert Münzen, da steht Mohammed drauf, da ist das Kreuzsymbol drauf. Also beides. Oder auch mal der Jesus mit dem Flammenschwert. Da muss man sagen, dass das arabische Wort oder der arabische Begriff Muhammad oder Muhammad Abdallah, was ja der
Name von Mohammed sein soll, also Abdallah sei sein Familienname, bedeutet auf Arabisch, habe ich gelernt, der gepriesene Diener Gottes. Das ist also quasi ein entsprechender Name und es wird als, gern als Titel, damals als Titel verwendet, aber niemand kennt das als Eigenname. Als Eigenname kam das erst später. Aha. Auch das ist merkwürdig, passt auch nicht so recht zur Überlieferung. Und auch das ist natürlich bekannt, deshalb gibt es Gegenargumente. Und das Gegenargument zu diesen Münzfunden ist sehr merkwürdig, finde ich persönlich. Da sagen die Leute, nach der Machtübernahme des Islams wurden die alten Münzen mit christlicher Symbolik weiterverwertet. Und man hätte dann halt die Hinweise auf Mohammed oder den Kalifen darauf aufgeprägt, quasi auf die untere Hälfte, und hätte aber die christlichen Symbole halt versehentlich oder aus ökonomischen Gründen nicht überprägt. Also das dann hätten alle Münzen zurück in die Presse gehen müssen und nochmal zusätzliche Symbole draufgepresst werden. Es könnten ja auch einzelne Fehlprägungen sein. Das war ja keine industrielle, ich schätze, da stand jemand mit dem Hammer, ne? Das könnte ja alles Fehlprägungen sein. Mhm. Weil ich denke, Münzen waren damals Hoheitszeichen, nicht nur Zahlungsmittel. Das heißt, wenn eine Stadt oder ein Dorf meine Münzen benutzt, dann ist das für mich ein guter Punkt zu sagen, diese Stadt gehört zu meinem Einflussbereich. Ja, genau. Das ist wichtig für mich als Petty-Fürst oder was auch immer. Da habe ich auch was Schönes gefunden. Es gibt ja den Felsendom auf dem Tempelberg. Das ist das erste, gilt als erstes Großbauwerk des Islam. Und der wurde wahrscheinlich vollendet, sagen wir Historiker, in 694. Das ist das Jahr 72 der arabischen Zeitrechnung unter den Umayyaden-Kalifen. Und in 72 Jahren sollte die, laut Geschichte, sollte die islamische Herrschaft bis dahin ja konsolidiert sein. Wenn man sich den Grundriss mal anguckt, erinnert er verdächtig an, ja, sagen wir mal, so außergewöhnlich ist er nicht. Er ist eine Achteckbasilika, also ein regelmäßiges Achteck, wie zum Beispiel auch das Haus Petrus in Kapernaum, die Auferstehungskirche auf dem Ölberg, die bei Jerusalem die Kirche, Katisma der Jungfrau, die interessanterweise auch einen Felsen in der Mitte hat. Ein Felsendom ist, der ist ja um diesen Felsen rumgebaut. Und der Fels ist, die einen sagen, das ist der Platz, wo Jesus zurück auf die Erde kommt. Und die anderen sagen, da ist der Mohammed mit in den Himmel gesprungen mit seinem Pferd. Deshalb ist der Platz wichtig. Ach, der Mohammed ist nicht gestorben, sondern der ist mit seinem Pferd in den Himmel gesprungen? I don't know. Ich schätze, okay, da streiten sich auch die Geister. Ich weiß nicht, ob er noch wieder runtergesprungen ist. Ach so, aha. Ich glaube, der ist nur zu einem Besuch da hochgesprungen. Das weiß ich nur ganz vage. Da müssten wir Experten fragen. Also, wie okay. Sie gesagt, diese andere Kirche bei Jerusalem hat auch einen Fels in der Mitte. Und wenn man sich mal den Dom in Aachen anguckt, den mittelalterlichen Teil, auch der hat diesen Grundriss. Und was es gibt, und das wird jetzt etwas länglich, da muss ich euch um Geduld bitten, ist eine längliche Inschrift im Felsendom. Da möchte ich mal Auszüge, ich halte es so kurz wie möglich, vorlesen. Da steht, im Namen des gnädigen und barmherzigen Gottes, es gibt keinen Gott außer Gott allein, er hat keinen Teilhaber. Mohammed, Sohn des Abdallah, ist sein Gesandter. Ihr Leute des Buches, übertreibt nicht in eurem Glauben und sprecht von Gott nur die Wahrheit. Der Messias, Jesus, Sohn der Maria, ist nur der Gesandte Gottes und sein Wort. So glaubt an Gott und seinen Gesandten und sagt nicht drei. Hört auf damit, es ist besser für euch. Gott ist nur ein einziger Gott. Seine überirdische Majestät braucht keinen Sohn. Gott, segne deinen Gesandten und Diener Jesus, den Sohn der Maria. Friede sei mit ihm am Tage der Geburt, seines Todes und seiner Auferstehung. So ist Jesus, der Sohn der Maria. Das ist die Wahrheit, die ihr bezweifelt. Es steht der Größe Gottes nicht an, seinen Sohn zu zeugen. Siehe, die Religion Allahs ist der Islam. Und diejenigen, die die Schrift erhalten haben, wurden durch Ungehorsam uneins, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war. Und das ist also Teil der traditionellen Übersetzung. Und wenn ich das so lese, finde ich, dass es also... Das beschäftigt sich sehr intensiv mit Jesus. Ja, würde ich auch jetzt auf den ersten Blick sagen, ja. Und jetzt gibt es kluge Leute, die sich die Übersetzungen angeguckt haben. Kann ich später noch darauf eingehen, wie die das im Detail gemacht haben. Ich habe mir das angeguckt, soweit ich kann. Ich kann kein Arabisch. Aber ich habe versucht, das nachzuvollziehen, wie die das machen. Und die kommen halt zu einer wissenschaftlichen Übersetzung.
Da steht nicht, Mohammed, Sohn des Abdallah, ist sein Gesandter, sondern da steht laut wissenschaftlicher Übersetzung, gelobt sei der Knecht Gottes und sein Gesandter. Und es wird also ganz detailliert nachgewiesen, sehr dickes Buch, dass es sich bei Mohammed um Gerundiv und keinesfalls um Vornamen handelt, weil das nämlich grammatisch nicht passt. Es gibt auch im historischen Kontext, in anderen historischen Disziplinen, sagen die, dass dieser Eigenname zu dieser Zeit nirgendwo nachweisbar ist. Der war also ein ganz großer Sonderfall, der Name. Das heißt aber, wie gesagt, Muhammad Abdallah ist der gepriesene oder gelobte Knecht Gottes. Es könnte also ein Attribut gewesen sein oder ein Titel und kein Name. Sehe ich das richtig, dass das nahelegt, dass die da eigentlich von Jesus reden? In meinen Augen liegt das sehr nahe. Und es gibt auch im Koran, Sure 19, Vers 30, wo Jesus selbst von sich sagt, der Baby-Jesus kann immer sprechen im Koran. Wie im Thomas-Evangelium übrigens, was man sich merkt, jetzt mal, dass das im Thomas-Evangelium so auch steht. Und der Baby-Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Knecht Gottes, Abdallah. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zum Propheten gemacht. Und hier würde jetzt ja niemand annehmen, dass Jesus von sich sagt, dass sein Nachname Abdallah ist. Sondern dieselben Zeichen werden einmal in traditioneller Auslegung als wörtliche Übersetzung des Diener Gottes, von Diener Gottes oder Knecht Gottes übersetzt. Und einmal behaupten sie, es sei, wenn es gerade passt, es sei ein Nachname, ein Familienname. Mhm. Also ist Mohammed Abdallah damals, heute heißt das nicht mehr, aber hieß damals der zu preisende Knecht Gottes. Und im Text steht auch selbst, wer das sein möchte in der Inschrift, nämlich der Messias Jesus, Sohn der Maria, ist der Gesandte Gottes. Ja, da scheint sich dann ja irgendjemand total vertan zu haben auf dem Weg von damals bis heute. Nur minimal. Und weiter, so habe ich ja schon gesagt, so glaubt an Gott und seinen Gesandten und sagt nicht drei, denn Gott ist ein Einziger. Wie soll er ein Kind haben? Gehört ihm doch alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Also die Leute damals, die Reichskirche hat versucht, kann man alles in Chroniken, Berichten nachlesen, die römische Reichskirche hat versucht, die Dreieinigkeit durchzusetzen. Und es klingt so, als hätte es hier in Syrien oder in Palästina Widerstand dagegen gegeben. Und die Leute, ich finde, aus dieser Inschrift klingt durch, wie absurd die das Argument finden oder den Glaubenssatz finden, dass der Gott sei drei Götter. Das ist absurd, das ist albern, was soll das? Die Inschrift, ich meine, das geht ja noch weiter, aber das Wort Islam bedeutet auch nicht unbedingt Religion, das bedeutet erstmal Übereinstimmung. Also geht es hier jetzt nicht wie war das noch? Die Religion Allahs ist der Islam, sondern da könnte genauso gut stehen, wenn man es halt wörtlich übersetzt, als das Rechte, also das Richtige, gilt bei Gott die Übereinstimmung mit der Schrift. Denn diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, sind erst in Widerspruch mit dem offenbarten Wissen geraten, in dem sie disputierten. Das wäre eine ganz frühe Form von Fundamentalismus, praktisch. Zurück zur Schrift. Gelobt sei der Knecht Gottes, der sein Gesandter ist. Die Inschrift im Felsendom wendet sich also ganz scharf gegen die Lehre vom dreieinigen Gott, fordert klaren Monotheismus und Übereinstimmung mit der Schrift. Und als die Schrift, das ist halt die Bibel. Und ich finde, aus der Inschrift lässt sich geradezu heraushören, habe ich schon gesagt, wie absurd die Leute damals die neue moderne Idee von der Dreieinigkeit fanden. Und wenn man das jetzt ein bisschen weniger gemäß Krawallinterpretation liest, sondern guckt, was da wirklich steht und was die Worte damals bedeutet haben, dann wurde hier Ende des 7. Jahrhunderts, also 72 Jahre nach Beginn der islamischen Eroberung, eine christliche Kirche auf den Tempelberg gebaut. Und der Tempelberg und dieser Felsen, um den diese Basilika gebaut worden ist, ist der Ort, an dem die Christen, die Ostchristen, also die syrischen Christen und die palästinensischen Christen, die Wiederkunft Christi erwarteten. Das wird aber als urislamisches Bauwerk reklamiert, vielleicht als das urislamische Bauwerk. Gibt es ja auch eine Menge Stress gerade, politisch. Und das passt alles nicht so recht zur Überlieferung. Vielleicht als Seitenhinweis, da möchte ich auch mal, das macht ganz Spaß, ich möchte auch die Hörerinnen und Hörer mal aufrufen, sich mal
Mekka per Google, mit Google Maps anzugucken. Und wenn man sich dann also die Kaaba anguckt, da sieht die verdächtig nach aus wie ein heidnischer Tempel, der auf eine alte christliche Kirche gebaut worden ist. Und man sieht sogar noch die Apsidenmauern, also die Apsis, die in Richtung Jerusalem zeigt. Und die Grabmäler in dieser Apsis sind auch genau da, wo man sie in der christlichen Kirche erwarten würde. Gut, das war das Argument mit den Schriftbelegen und das Argument mit der Archäologie. Wie ist die Lage der Archäologie? Dann gibt es noch das, bin ich drauf gestoßen, das heißt das Clausewitz-Argument. Ich weiß natürlich nicht genau, warum. Und das Clausewitz-Argument sagt, Persien und Ägypten hatten damals Millionen von Einwohnern. Die hatten eine Verwaltung, Straßen, Infrastruktur. Ostrom und Persien hatten riesige, stehende, hoch ausgebildete und erfahrene Heere. Und jetzt ist es nicht nur besiegt worden, sondern auch besetzt worden und gegen also die Großmächte zu verteidigen. Um das zu machen, brauchst du Hunderttausende von Soldaten. Und es gibt keinerlei archäologische Belege für ein Heer, auch nicht für die nötigen Ausbildungs- und Versorgungseinrichtungen. Und selbst wenn du diese Überlieferung als Fakt ansiehst und sagst, das waren jetzt nur 20.000 bis 30.000 wundertätige Krieger, die 15 Jahre lang dauerhaft unter Waffen waren, da muss man auch wissen, wo diese Masse herkommen soll. Und das würde mindestens 200.000, habe ich jetzt mal geschätzt, 200.000 Araber voraussetzen, die also in der arabischen Wüste lebten. Und die gab's aber nicht. Stattdessen gab es halt nur ein paar Dörfer und Nomadenstämme, die hin und her gezogen sind. Auch das passt nicht so recht zur Überlieferung. Und das Gegenargument, was ich da gehört habe, ist, und das ist auch ein schlüssiges Gegenargument, dass zumindest Nordwestafrika auch nur deutlich weniger Krieger verlangt hätte für eine Eroberung. Wenn man sich den Kontext anguckt, es gab da ja mit den Völkerwanderungen zum Beispiel das Vandalenreich, das waren auch nicht viel mehr, das war glaube ich so eine Abspaltung von den Goten, ich möchte nichts Falsches sagen. Und die haben sich durch Spanien nach Nordafrika gezogen und haben sich da ihr Vandalenreich um Karthago gebaut. Und das haben auch die Leute, die da wohnten, haben das mehr oder minder einfach akzeptiert. Also da braucht es auch nicht mehr als 30.000 Krieger. Und in der Tat sind Araber, die allerdings als Araber beschrieben werden, nicht als Moslems, auch im Jahr 711, also 80 Jahre nach dem Ende der angeblichen islamischen Eroberung, vor Spanien aufgetaucht, zum ersten Mal. Die ersten Scharmützel an der spanischen Südküste. Mein Fazit ist in diesem Punkt, Schriftbelege von der islamischen Religion hat im 7. Jahrhundert niemand was gehört. Die Araber werden als christlich angesehen. Und der Urpunkt der islamischen Geschichte könnte eigentlich eher die Befreiung der Araber im Rahmen eines byzantinischen Feldzugs gewesen sein. Die archäologischen Beweise, Expansionsheere sind nicht nachzuweisen. Der Islam generell ist auch nicht nachzuweisen. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Araber oder die Syrer des 7. Jahrhunderts sich selbst als sehr streng monotheistische Christen ansahen, die im Clinch mit der Reichskirche lagen, die halt damals ihre Idee von dem dreieinigen Gott propagiert hat. Und dieses Konzept findet man in Syrien, in Palästina und in Ägypten absurd und schwachsinnig und wehrt sich. Es gibt die These, dass die frühe islamische Bewegung also durchaus eine streng monotheistische Strömung innerhalb des Christentums gewesen sein kann, die sich dann im Laufe der Jahrhunderte und nach dem Zusammenbruch der überregionalen Kommunikation und möglicherweise nach der Übernahme Herrschaft durch andere Gruppen also isoliert hat, ist es also eine monotheistische Strömung innerhalb des Christentums und die ist dann durch verschiedene historische Dinge, hat sich isoliert und ist dann weiter weggedriftet. Und das Fazit vom Fazit wäre, das Geschichtsbild des frühen Islams ist im besten Fall unbelegt und bleibt eine bloße Behauptung und im schlechtesten Fall ist es kontrafaktisch und rein heilsgeschichtlich motiviert. Kann sein, dass der Islam mal als syrisch-arabische Abspaltung des Christentums gestartet ist. Beurteilen, was daran plausibler ist, das kann ich nicht. Das möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern überlassen. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. So, ich habe fertig. Ja, wirklich sehr interessant. Also mir kommt da auch so vor, als ob das bei vielen Religionen der Fall ist, dass man die behaupteten historischen Fakten dann oft gar nicht findet in anderen Quellen.
Das ist cool, das mal so detailliert auseinandergenommen zu haben, am Beispiel des Islam.